So, Grauerstar immer aktuell. Immer aktuell. Ja, doch immer aktuell. Weil wir im Alltag immer, immer Grauerstar operieren. Und das betrifft gesamte ganze Welt, so dieses Thema. Das bedeutet so, was ist Grauerstar überhaupt? Jede Trübung der Augenlinse, unabhängig von der Ursache, das ist ja Grauerstar. Und hier haben Sie, naja, hier ist Linse klar, sieht nicht schlecht aus. Aber hier haben wir solche graue Trübungen. Tja, sowas kann eventuell überhaupt nicht mehr noch nicht stören. Und das brauchen wir oft noch nicht operieren, aber das ist ja schon Grauerstar. Und das können wir medikamentös bis jetzt nicht wirklich beeinflussen. Jetzt sind die neuen Forschungen, neue Medikamente, vielleicht kommt was, aber momentan, das ist ja noch nicht wirklich der Fall. So, warum ist das so wichtig? Warum ist das immer aktuell? Grauerstar ist die häufigste reversible, das ist sehr wichtig, Erblindungsursache auf der gesamten Welt. So, 51% von allen Erblindungen sind Grauerstar bedingt. Da haben wir 20 Millionen von den Menschen, ja, weltweit. Aber wir haben dieses Glück, reversibel. Das bedeutet, so verursacht Grauerstar zum Beispiel in den USA 5% von der Blindheit. Für mich, das ist ja noch ganz viel. Das werde ich in Deutschland überhaupt nicht erwarten. Ich denke, wegen anderen Versicherungsmodell ist in Deutschland sicher diese Zahl unter 1%, hoffe ich auf jeden Fall. Das weiß ich aber nicht sicher. Und 60% so in unterentwickelten Ländern. Das bedeutet, es ist schön, reversibel, aber das muss jemand machen. Das muss jemand operieren. Und das ist leider in unterentwickelten Ländern nicht der Fall oder wenn nicht der Fall. Und ja, dort ist das wirklich grausam und endet mit richtiger Blindheit. Aber wir haben in Deutschland, wir leben in Deutschland und haben wir pro Jahr über 650.000 operative Eingriffe an Grauerstar jährlich. Jährlich. So, das sind Tausende pro Klinik im Prinzip. Große Klinik. Unsere Klinik macht so knapp 1.000, ja, pro Jahr. Diese Eingriffe sind die häufigsten Operationen, die überhaupt weltweit stattfinden. Es gibt keine andere Operation, die wird so häufig weltweit durchgeführt. Die Kollegen von anderen Kliniken, von anderen Abteilungen immer staunen, was wir alles machen. So, haben Sie 11 Punkte? Ja, wie denn 11 Punkte? Ja, wir haben 10 Katarakte oder so und dann was anderes oder ist schon ein bisschen was anderes. Ist auch Ablauf ein bisschen anders als die andere Operation, aber da kommen wir dran noch. So, wenn wir über Grauerstar reden, wenn wir über Linse reden, da möchte ich auch Anatomie ein bisschen näher bringen. Für mich ist das alles selbstverständlich, für Sie muss nicht sein. Dann werde ich Ihnen zeigen, das ist ja solche Querschnitt durch das Auge und hier haben wir die Hornhaut, so gehen wir von vorne, so Vorderkammer, das sieht man so und hier ist die Regenbogenhaut, die Pupille und da hinten diese Struktur, das ist die Linse. Hier ist die Linse, sie schon, erscheint so ein bisschen grau zu sein, denn normal ist die Linse durchsichtig, ist die klar und dann kann man dadurch auch schön sehen, dass die Lichtstrahlen auf den Sehschärfeort fallen und dort werden von Netzhaut aufgenommen und weiter über den Sehnerv geleitet. Das ist aber eine wichtige Sache. Ich sage Patienten immer so, wie trüb ist die Linse, ist für die Endergebnis im Prinzip egal, es ist gleich. Die geht weg, kommt eine klare Linse rein. Aber das Sehen ist nicht nur die Optik, das muss erst aufgenommen werden und geleitet werden. Und hier haben wir auch Erkrankungen und hier haben wir auch Erkrankungen. Deswegen leider bei manchen Patienten, nicht wenigen Patienten muss ich sagen, leider die Ergebnisse von unserer Operation, die ihre Sehleistung wird eingeschränkt, weil sie haben zum Beispiel Makulaerkrankung oder sie haben schon irgendwelche Sehnerverkrankung, Schwäche, was auch immer. Denn es ist leider so, hier mit Optik können wir sehr viel machen. Wenn wir nach hinten gehen, sind unsere Möglichkeiten weiter ziemlich eingeschränkt. So, Einteilung der Katarakte, so ein bisschen grob gesagt. Es kann schon so beim Säugling eine Katarakt auftreten. Das sind so meistens Säuglinge, die welche metabolische Erkrankungen haben oder genetisch bedingt.
So, das gibt es schon, das ist sehr, sehr gefährlich, schwer zu erkennen, muss schnell erkannt werden und operiert werden, weil sonst kann man sagen, so Gehirn nicht wirklich sehen lernen, keine Strukturen entwickelt, wir sehen. Und dann später, wenn man das operiert, ist alles schön, ist alles klar, trotzdem, es fehlt am Gehirn Substanz, um die Bilder zu bearbeiten. Es ist sehr wichtig, bei Kindern das gleich zu erkennen. Das bedeutet, wenn man sieht, solche graue Reflex, so nicht roter Reflex, wenn man die Bilder macht, heutzutage kann man das blenden, aber wenn man die Bilder macht und dann sieht man meistens so rote Pupillen. Ja? Wenn die Pupillen sind auf einer Seite zum Beispiel grau oder auf beiden Seiten grau, da möchte man sich doch beim Augenarzt melden. Juvenil bei jungen Menschen ist es selten medikamentenbedingt oder eventuell nach Verletzungen zum Beispiel. Und Altersstall, das ist das, was wir im Alltag operieren. Das ist ja die normale, so in Anführungsstrichen, grauer Star, deren Ursache unbekannt ist oft. Und sind diese Sonderformen von irgendwelchen metabolischen Erkrankungen oder durch Medikamente oder durch irgendwelche Verletzungen. Es gibt schon einige bekannte Ursachen. Ende ist aber gleich. So haben wir Trübung, entweder wenig oder ganz dicht sogar. Ja? Hier sehen Sie, ist kein mehr Rotreflex. So, die Pupille ist praktischerweise so weiß und solche weiße Linse ist zu entfernen. Solche Patient hat praktischerweise so vielleicht Handbewegung von dem Auge kann noch erkennen, meistens nur Lichtschein. Ist in Deutschland relativ exotisch, kommt relativ selten vor. Wir kennen Patienten schon zeitiger helfen. So, ein bisschen zur Geschichte. So, Kataraktoperationen hat man schon vor 2000 Jahren. So eine Art in Griechenland, indisch-arabischen Kulturkreis durchgeführt. Damals wurde die Linse einfach luxiert, sondern wurde einfach verschoben aus dem Ort, wo die ist, ins Auge rein. Dass die einfach dort fällt und dann, ja, dann diese graue weg ist, aber leider die wirkte drinnen, konnte Entzündung verursachen und klar, zu diesem Zeitpunkt hat man nicht richtige operative Bedingungen, auch hygienemäßig, deswegen könnte diese Eingriff war extrem risikoreich. Aber es ist schon auch eine von den ältesten Operationen, das ist wirklich so sehr alt. Und wir haben auch so was aus dem Görlitzer Umkreis. Das war ein berühmter Ophthalmologe, wohnte hier in unserer Umgebung, Georg Bartisch. Und er hat schon zu so Jahr 1583 über grauer Star berichtet und auch die operiert, aber weiter luxierend. Er hat die aus dem Ort hinter der Regenbogenhaut ins Glaskörper rein luxiert. Das ist alles so ein bisschen Urgeschichte der Augenheilkunde. Aber Mitte 18. Jahrhundert war erste Entfernung der Linse. Das ist ja, kann man sagen, so ein bisschen Ursprung von der für die richtige moderne operative Versorgung und dann aber erst Mitte des 20. Jahrhundert haben wir erste Implantation einer Intraokularlinse, die werde ich aber nicht gerne bekommen. Das war wirklich sehr problematisch, komplikationsreich und der Patient hat auf Dauer sicher davon nicht profitiert. Aber das war dieser erste Schritt und ohne diesen Schritt werden Sie heute solche super schöne und wirklich gute, zuverlässige Linsen ins Auge nicht bekommen. Und dann ging das schon ziemlich schnell, so 60er Jahren, OP-Mikroskope, ein super Wunder. Es ist unglaublich, was unsere Hand machen kann. Aber wir müssen das sehen. Das sehen wir nicht. Seine Einschränkung liegt nicht am Hand, sondern im Sehen. Deswegen sind wirklich sehr extrem feine Sachen zu machen, wenn man das gut sieht. Das wissen wir, so Augenchirurgen wissen das sehr gut. Wir lernen das. So, und dann haben wir 67 das erste Linsenzertrümmung mit Ultraschall. Das ist die Methode, die wir jetzt heute im Prinzip weiterverwenden. Dann diese, dass ich bekomme erst die Frage und dann machen Sie das mit Laser, ja? Und ich mache, nein, nein, das machen wir nicht mit dem Laser, das machen wir mit solchem Ultraschallzertrümmer, ja? Da wird die Linse zertrümmert und abgesaugt gleich durch solche Instrumente.
Und so läuft das bis jetzt mit wenigen Ausnahmen. Erste Implantation einer faltbaren Linse, das ist ja schon wirklich modern. Da kann man die Linse braucht man nicht so große Schnitt machen, so kann man durch kleine Schnitte das machen. Und dann haben wir Einsetzen der Linse an diesem Ort, wo wir gerne weiter das machen. Das bedeutet hinter der Linse, das hinter der Regenbogenhaut. Man hat festgestellt, an diesem Ort, wo die Linse die richtige eigene Linse ist, ist auch beste Ort für die Kunststofflinse. Und hier haben Sie schon so ein bisschen so letzte Jahre, was ist ja alles passiert. Sehen Sie, hier musste man gesamte Hornhaut quasi abschneiden, so ein Drittel sehen Sie, und so abklappen, und die Linse konnte man entfernen. Das machen wir jetzt in extrem seltenen Fällen, wenn die Linse sehr Linseanhängerapparat sehr schwach ist, dann müssen wir weiter so operieren. Also schon exotisch. Das machen wir, weiß ich nicht, zweimal pro Jahr. Das gibt es kaum. Und hier machen wir einen ganz kleinen Schnitt und durch, oder so haben wir hier den Schnitt. Ja, genau, sehe ich. So, solche Schnitt. Tunnel, der wird überhaupt nicht genäht, und dadurch kann man mit diesem Zertrümmer alles machen. So, Verkleinerung so von circa 12 mm, das hat man so 12 mm bis 2,8 bzw. 1,8 mm, stellen Sie sich vor, durch 2 mm wird das alles gemacht. Linse zertrümmert, abgesaugt, die Linse neue Linse implantiert. Wir machen diese Technik mit 2,8 mm, ist auch gut. So, das merken die Patienten auch später nicht. Im Prinzip auch, man braucht man nicht nähen, gar nichts. OP-Zeitverkürzung von 20, 30 Minuten. Jetzt, manchmal bin ich unter 10 Minuten schon fertig, ja? Wenn keine Besonderheiten gibt. Aber gibt es genug Besonderheiten? Da haben wir auch was zu tun. Aber es ist wirklich jetzt heutzutage, die Technik ist schon sehr, sehr fortgeschritten. So, Umsteig von steifen auf faltbare Linsen. Die Steifen nehmen wir auch weiter in Sonderfällen. Es gibt solche Sonderfälle, wo man Patient von diesen alten Techniken auch profitiert, aber wieder exotisch, selten Fall. So, Aufenthaltsverkürzung von 5 auf 2 Tage ist auch schon veraltet. Die Patienten bleiben bei uns meistens einen Tag oder ambulant. Dann ist es bei normalem Verlauf, bei normaler Linse, es gibt genug Erkrankungen, die können uns diese Operation doch schwieriger machen, wo richtige Entzündung auch danach kommt, und müssen wir uns damit rechnen, aber kann man das auch sehr gut umgehen. Und Entwicklung von Sonderlinsen, das ist sicher auch jetzt wichtige Sache. Und sogar gibt es jetzt auch neue Methode, wo kann man die Linse mit dem Laser zertrümmern, aber dann mit Ultraschall sowieso absaugen. Dann ändert sich im Verlauf nie so extrem viel. Manche Patienten können davon profitieren. So, was wird man ins Auge bekommen heutzutage? Das sind die moderne, aber Standardlinsen. Die Linse ist meistens auch sehr einfach gebaut. Sie haben so optische Teile, das ist die richtige Linse, wodurch wird einfach Licht reingestrahlt und fixiert auf der Netzhaut oder fokussiert, besser gesagt. Und in welcher Teil, bogenförmig oder schlingenförmig, die dafür sorgt, dass die Linse im Zentrum bleibt, dass sich die nicht irgendwie zur Seite verschiebt. Ja, die dann spannt in dem Kapselsack, so dass man so konstant stabil über Zeit sehen kann. Und heutzutage hier als normale Kassenleistung erhalten Sie Linse. Die ersetzt die natürliche Linse in der Regel für Fernbereich. Das bedeutet, sie werden damit Fernsehen kennen, sie werden draußen so laufen kennen, Auto fahren kennen. Aber für Lesen, für Computer, das wird schon schwierig, das wird nicht gehen. Sind faltbar und lassen sich durch kleinen Schnitt implantieren. Das ist wirklich Standard. Das ist jetzt schon nichts was Besonderes. Manchmal. Oder UV-Filter ist auch immer, Ultraviolettfilter ist im Prinzip in jeder Linse. Sonderfilter kommen dazu, aber Nutzen ist weiter kontrovers. Und haben solche schon oft
Das ist eine spezielle Optik, asphärische Optik, die noch besser ist als die normale Optik. Das ist noch die Strahlfokussierung optimaler ist. So, aber was kann man? Haben wir moderne Standardlinsen? Das bedeutet, gibt es nicht Standard, gibt es was mehr? Was ist das? So, wir haben Sonderlinsen, Premiumlinsen. Das bedeutet für Sie, wenn Sie sich solche Linsen wünschen, dann müssen Sie zu normaler Preis zu zahlen. Je nach Linse, je nach wie die besonders ist, wie die kompliziert ist, kann das bis knapp 1000 Euro auch sein. Was können wir damit ausgleichen? Was können wir damit überhaupt machen? Warum das die so Sonderlinse ist? Auch das spricht nichts. Das kann auch genauso solche bogenförmige Haptik sein. Das spielt keine Rolle. Es ist gerade solche. Aber hier die Optik ist schon anders. Sie sehen hier solche komischen Markierungen. Ja? Die waren so vorher nicht zu sehen. Das ist schon wirklich solche eine sehr, sehr komplizierte Linse. Die hat im Prinzip zwei Eigenschaften. Erst, das ist eine torische Linse. Das bedeutet, die gleicht eine Verkrümmung aus. Wenn die Hornhaut nicht so einfacher Teil von der Kugel ist, sondern so ein bisschen oval ist, dann ist leider Bild dadurch verzögert oder verzogen. Und diese Verzögerung stört sehr. Da muss man mit spezieller Brille das ausgleichen. Und als solche Ersatz für solche Brille wäre solche torische Linse, die auch nicht so gleich, sag mal so, runde Vorderfläche hat. Das finde ich als wirklich geniale Lösung. Das würde ich jedem empfehlen, falls der sich das leisten kann und falls das möglich ist, Implantation von solchen Sonderlinse. Multifokale Linsen, was das bedeutet, nicht nur für Ferne, aber doch auch für Nähe, für Bereich, so für Zwischenbereich. Alles ging super, aber so ganz super und ohne ist das nicht. Man bekommt was, aber muss man auch auf in was verzichten. Das ist ja nicht so eine ideale Lösung wie unsere eigene Linse, die in jungem Alter so sich einstellt für ferne Nähe ohne Probleme. Es besteht schon in welche verstärkte Blendung. Zum Beispiel kann man Probleme haben bei Autofahren abends, kann man eventuell die Gegenstände nie so scharf sehen wie mit solcher einfachen Linse. Uneinfaches bringt auch einige Nachteile. So ganz ohne ist das nicht. Das ist ja kein Wunder, der alles schön macht. Da muss man schon mit Patienten absprechen, was er sich wünscht. Wenn er möchte super sehen, dann ist er für solche Superlinse nicht geeignet. Einfach. Ja? Dann sind die einfachen Lösungen besser. Torisch Multifokale, das bedeutet, hier ist solche, hat solche Teil für nah, für ferne, und hat noch diese Achse für Ausgleich von Hornhautverkrümmung. Aber kann man auch Linse sogar einsetzen, wenn man eigene Linse hat, die wird nicht operiert, sondern eine zusätzliche Linse wird eingesetzt. Das ist vor allem der Fall bei Patienten, die zum Beispiel sehr hoch kurzsichtig sind. Ja, die haben noch Linse, die sie sehr schön einstellt, für Ferne, für Nähe. Die kommen zu den Arzt und sagen, ich möchte das weggelasert haben. Und er sagt, nein, sie haben 15 Dioptrien. Da werde ich die Hornhaut ganz weglasern und dann, wenn sie weiter so noch 3 Dioptrien haben, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann, mit Laser kann man sinnvoll behandeln, vielleicht bis 8 Dioptrien. Und zum Beispiel solche 14, 12, das wäre schon als Lösung, eine zusätzliche Linse einsetzen. Bei Patienten hat überhaupt keinen Katarakt. Ja? So, das ist eine Option. Und akkommodative Linsen, da sagt man, dass sich die für die Nähe und Ferne wie eigene jugendliche Linse einstellen. Man hat versucht bis jetzt, ich denke, in diesem Bereich sind die Ergebnisse nicht optimal, die werde ich wahrscheinlich, die habe ich so erwähnt, aber die werde ich nicht empfehlen, sich implantieren zu lassen. Für diese Sonderlinsen braucht man aber optimale Bedienungen. Wenn Patienten schon irgendwelche Vorerkrankungen haben, von der Netzhaut, wie habe ich gesagt, von dem Sehnerv, die schon die Qualität einschränken, oder irgendwelche Erkrankungen, die mit Neigung verbunden sind, dass die Linse nicht stabil bleibt.
dann darf man solche Linsen im Prinzip nicht implantieren, weil die werden von dieser Linse nicht profitieren. Durch die zusätzliche Einschränkung werden die Qualität wahrscheinlich schlecht haben. Und für diese Patienten haben wir dieses Angebot nicht. Die werden damit einfach schlecht versorgt. Man hat auch, man kann solche Zwischenlösungen finden. Es gibt solche Lösungen, wo kann man eine Linse ein bisschen einstellen für fern und dann der andere ein bisschen in den Mittelbereich, dass man sich schon ein bisschen so im weiteren Bereich gut findet. Aber das sind so schon Feinigkeiten, die müssen wir mit Patienten im Einzelfall absprechen. Und ach, noch eine Form von solcher Sonderlinse, ist auch interessant, dass eine Sonderlinse, die kann man implantieren bei Patienten, die schon Katarakt operiert sind und eigene normale Linse schon haben. Das wäre wieder aufgesetzt dort zwischen Regenbogenhaut und diese schon vorhandene Kunststofflinse. Und damit können wir auch zusätzliches Nutzen haben. Das sind wieder diese zum Beispiel für die Nähe und der Ausgleich vor der Verkrümmung. Oder auch gibt es solche, die sind so ein bisschen Lupen für Patienten, die Netzhauterkrankungen haben. Das ist eine ziemlich interessante Variante, weil diese Linse lässt sich sehr gut implantieren. Aber auch, falls Patient damit irgendwie nicht zurechtkommt, kann man ohne Auge groß zu verletzen, die explantieren oder entfernen. Und das kann zu großem Vorteil sein. Weil manchmal wir implantieren Sonderlinse, wo die Auge in Ordnung ist, aber 10 Jahre danach ist nicht mehr der Fall. Und der Patient ist mit dieser Sonderlinse dann nicht zufrieden oder sieht schlechter, als wäre er sehen mit normaler Linse. Bei solcher Linse ist das kein Problem. Die kann man zu jedem Zeitpunkt im Prinzip relativ problemlos entfernen. So, damit wollte ich das im Prinzip abschließen. Ich werde Ihnen auch zeigen, solche kurze Film, wo habe ich aufgenommen, die Implantation von solcher Linse. Und ich hoffe, dass unser Patient kommt zu uns so ein bisschen zeitiger als der hier. Und wenn wir so erfolgreich helfen können, das ist auch wirklich meistens möglich, leider nicht immer. So, vielen Dank. Ich wollte mich mit dem Motto unserer Klinik so verabschieden. Wir sorgen uns darum, dass für Sie die Welt sichtbar bleibt. Ja, wenn wir das kennen, machen wir das nicht immer leider. So, wir haben auch begrenzte Möglichkeiten, aber gerade Grauerstar, das ist ja unser Lieblingskind, weil kommen zu uns manchmal wirklich blinde Patienten und gehen nach zu Hause normal sehend. Diese Wunder erleben wir bei jeder Visite und das macht uns wirklich Spaß. Den Patienten auch und uns auch. Auf jeden Fall mit. Ja? So, vielen Dank. Und ich werde noch diese Implantation zeigen. So, Sie sehen die Hornhaut. Im Prinzip, hier ist Rand. Oh, und hier ist die Linse. Die wird richtig gespritzt rein. Ja? Die ist in solchem Gerät, wo wird die gefaltet und die wird ins Auge einfach gespritzt. Und die entfaltet sich dort. Das ist ja wirklich sehr einfaches Vorgang und heutzutage, ja, bei meistens kann man das so schön machen. So, vielen Dank meinerseits.